Hey Kinders, was geht bei euch ab? Im heutigen Livestream haben wir gemeinsam auf ein Update gewartet, in dem im besten Fall Train kommt. Doch wir haben was bekommen, was fast noch ein bisschen besser ist. Und zwar das hier. Und warum das jetzt besser ist als Train, sage ich euch jetzt. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Auch im Norden ist mal Flammkuchen. Wäre einfach nur Train gekommen, hätten wir uns natürlich trotzdem alle sehr gefreut. Endlich Content, endlich was Neues, juchhey. Aber Internetprobleme, Jitterprobleme und Hit-Recognition waren die ganze Zeit ein großes Thema, das sehr viele Leute daran gehindert hat, richtig Counter-Strike spielen zu können. Und hinsichtlich dieser Problematiken haben die Volvos vor allem hier oben ordentlich reingekocht. Wir springen direkt rein und bereits der erste Punkt ist einer dieser Keypoints und zwar gab es diverse Adjustments am Bullet-Hit-Feedback. Es sollte sich also mit oder nach diesem Update noch deutlich besser anfühlen, wenn du Gegner triffst, also noch logischer. Das hier oben wird zum Beispiel durch diesen zweiten Fix sicherlich sehr verstärkt und zwar wurden Fälle gefixt, in denen man mitten im Spray durch die Lag-Compensation die Hitbox weiter nach hinten gerollt hat in die Vergangenheit, als es notwendig war. Ein nicht perfektes Beispiel, aber ein Beispiel, das das eben unter anderem beschreibt, ist diese Sache, wenn du hinter der Wand noch getroffen wirst. Für dich warst du bereits hinter der Wand, für den anderen noch nicht. Es gab da eine Kompensation dazwischen, weil ihr unterschiedliche Pings habt, unterschiedliche Connections und dieses Kompensieren führt bei dem einen dazu, dass er eben noch drauf war. Für ihn sah das Ganze in Ordnung aus, für dich war es aber zum Beispiel komplett off. Das ist jetzt zwar kein Beispiel bezüglich des Sprays, aber eben ein Beispiel für diese Lag Compensation. Denn irgendwie muss das Spiel ja damit umgehen können, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die nicht den gleichen Ping haben, sondern vielleicht sogar mitunter einen signifikant unterschiedlichen Ping haben. Und da kommt eben diese Lag Compensation mit rein und macht dann diese witzigen Momente. Die Sache gab es logischerweise auch beim Sprayen und hier hat das eben dazu geführt, dass die Hitboxen des Ziels halt zu weit nach hinten gerollt wurden. Von wegen, okay, dein Ping ist so und so, sein Ping ist so und so. Damit es fairer ist, trifft man sich halt in der Mitte und rollt zum Beispiel die Hitbox des Angeschossenen um einen Tick oder zwei nach hinten, wo er gerade war, damit eben deine Shots, die verzögert dahin kamen, treffen. Oder eben auch nicht. Bei dieser Durchführung gab es wohl Probleme, aber es ist auch irgendwie klar. Es ist, denke ich, sehr schwer, damit umzugehen. Weil du kannst natürlich entweder sagen, wir priorisieren alle, die einen guten Ping haben, die keinen guten Ping haben, geschissen. Ja, oder man benutzt Lag Compensation. Falls jemand weitere Informationen hierzu hat, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, so wie ich es erklärt habe, ist es verständlich und vor allem mehr oder weniger richtig. Da ich bei den Volvos nicht arbeite, könnte das auch irgendwas anderes sein, aber so verstehe ich das zumindest. Der nächste Punkt fixt den Fall von ungewolltem Rutschen auf einer geneigten Fläche, auf der du einfach gerade gesprungen bist. Du konntest im Vorfeld springen, aufkommen und bist ein bisschen gerutscht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du kommst gerade oder glatt wieder auf und rutscht nicht noch weg. Und diese C4-Geschichte haben wir alle mitbekommen. Man konnte wohl für eine gewisse Weile einfach von weiter weg diffusen, zum Beispiel von oben. Und weiter geht es mit den Animationen. Hier wurde das Fußposing gefixt, vor allem an Neigungen, also an geneigten Flächen. Das ist so eine Sache, die wirkt auf den ersten Leserich irgendwie unnötig. Möglicherweise ist es aber halt dann doch in gewissen Situationen, du stehst mit deinem Charakter irgendwo und möchtest zum Beispiel nicht gesehen werden und die Füße neigen sich irgendwie ganz merkwürdig, sodass der andere sie sehen kann, obwohl er sie gar nicht sehen können sollte, dann ist es doch wieder recht wichtig. Und der nächste Punkt beschreibt einen Fall, den ich auch noch nie gesehen habe, und zwar konnte es vorkommen, dass wenn du gerade fertig warst mit der Bombe, also mit dem Legen der Bombe als T, dann sind deine Füße und Beine irgendwie aus der vorherigen Animation rausgepoppt und haben dann was weiß ich wohin gezeigt. Habe ich nie gesehen, deswegen kann ich den Fehler nicht genau beschreiben, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Punkt. Vor, ich glaube, 2 Wochen hatte ich in einem Video erwähnt, dass, ich glaube, Fletcher Dunn war das, also ein Mitarbeiter von den Volvos, gesagt hat, dass diese High-Jitter-Problematik nichts mit, was war es damals, mit Subtick oder sowas zu tun hat, sondern das ausschließlich daher rührt, dass sie alte Animationssysteme benutzen, die sehr viel Bandbreite benötigen. Dadurch kam diese krasse Jitterei zustande. Das wurde jetzt immerhin reduziert. Um wie viel Prozent es reduziert wurde, muss jeder für sich selbst sehen. Ich mache jetzt für mich kurz einen Test in Arms Race, da habe ich es davor auch immer getestet. Ein Paket war bis jetzt immer ganz nett, ich schalte mal auf Non. Uiuiui. Also bei mir ist es mit, ja, ich sag mal, 0 Paketen... noch nicht perfekt grün. Guck mal, das ist signifikant besser. Klar ist da mal was Rotes mit drin, aber schaut euch das an. Banger, Rang, meine Damen und Herren. Hier ist es also ganz wichtig, dass jeder für sich selbst guckt, wie es bei ihm so läuft. Und die, die bis jetzt mit Paket 1 nicht spielen konnten, weil es nicht ausgereicht hat und sie trotzdem alles rot hatten mit Jitter und Paket 2 sich dumm angefühlt hat, die können jetzt mal probieren, ob sie mit Paket 1 wieder richtig reindaddeln können. Also ihr habt es halt bei mir gesehen, es ist fast durchgehend grün. Und das bisschen Rote kann halt auch an Starlink liegen. Als nächstes folgt hier noch der Punkt Matchmaking, haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Hier wurden weitere Matchmaking-Stats für Spieler hinzugefügt, damit sie auch dann ein Match finden, wenn gerade nicht so viel los ist. Misk. Wenn man sich jetzt einen Armory Pass kauft, kriegt man nicht, wie die ganze Zeit, einen Stern hinzugeschenkt. Ist schon so ein bisschen säckelig, aber naja. Ich hatte mich tatsächlich auch gewundert, so von wegen, ich kaufe rein, hä, warum habe ich einen Stern? Ich habe jetzt noch gar nicht
gespielt, also habe ich doch gar keinen Stern freigespielt. Man hat mit dem Kauf halt einen Stern bekommen. Finde ich jetzt nicht tragisch. Ja, und dann gibt es noch Map-Updates. Geometrie bei Office und Geometrie bei Anubis. Lightning wurde bei Nuke gefixt, sehr schön. Und bei Ancient ist ein bisschen mehr passiert. Unter anderem wurde ein ganzer Baum entfernt. Wir haben vorhin erst Ancient gespielt. Wo stand denn hier ein Baum? Ah, Moment. Wo war hier ein verschissener Baum? Ich glaube, das hier war... Entweder war hier mehr gestanden oder hier. Aber, ja, keine Ahnung. Kollisionen bei Staircase A-Main wurden überarbeitet, dass man besser drüber schlappen kann. Sehr gut. Hier wurden weitere Kollisionen überarbeitet, dass Spieler die Wand besser umarmen können. Shadows reduziert. Hier wurden ein paar Punkte entfernt, bei denen man hängen bleiben konnte. Kollisionen wurden überarbeitet. Und, ja, Disappearing Mesh. Ja, das ist jetzt hier typisch Maps, typisch Maps. Die Adjustments am Bullet Hit Feedback. Diese Geschichte hier. Und das sollte dazu führen, dass sich das Spiel mehr oder weniger deutlich besser anfühlt. Kommt drauf an, wie es sich halt davor angefühlt hat. Bereits gerade noch im Livestream hat eine Person geschrieben, dass es sich jetzt deutlich besser anfühlt durch diese Änderung hier oben. Der Spray wäre besser, Bullet Hit wäre besser oder halt das Feedback, also er hat nicht von Feedback gesprochen, aber es fühlt sich jetzt besser an, man trifft besser und so weiter und so fort. Das hört sich wirklich schnuckelig an. Jetzt kann Train gerne nachgeschoben werden. Danke, Volvos. Ach ja, und die Volvos haben natürlich auch getwittert, dass die Release Notes zurück sind und besser als jemals. Check them out. Genau so, wie sie vor 10 Jahren geschrieben haben, das Trade-Zeug ist. Ah! Diese Pizza. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin entzückt. Ich hatte, glaube ich, vor 2-3 Jahren noch nicht so dieses Feeling für Valve, für die Mitarbeiter dort, für Counter-Strike und so weiter und so fort, wie es heutzutage da ist. Ich glaube, mir ist das nie so aufgefallen, aber auch, weil ich halt nicht so unterwegs war in dieser Twitter-Sphäre und Reddit und hin und her. Aber es sind solche Trolls. Es sind solche Trolls. Und ich find's schön. Es ist eine Multimillion-Dollar-Company, die da steht und ihre Sachen hinwurschtelt und dann machen sie so einen Lurchkram. Also, es fühlt sich halt einfach an wie jung geblieben, so ein bisschen. Ne? Die machen einfach, wie sie wollen. Und das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Weswegen ich aber eigentlich hier bin, ist, im Chat meinten auch ein paar, ja, das hier wäre besonders, aber da wurde ja nicht auf Treyarch gespielt, sondern einfach nur, normalerweise steht ja immer For Today's Update oder das Datum wohl mit dabei oder was weiß ich, For Today's Update, bababab. Und weil da nicht Today's Update stand, meinten ein paar, ja, da kommt wahrscheinlich noch was. Es ist bestimmt ein 2- oder 3-Teiler und das war jetzt der erste Teil und in ein paar Stunden kommt das nächste Stück Update. Also ich denke, sie haben das nur so genannt, weil sie halt Trolls sind, um genau diesen Gag halt machen zu können mit 2014, vor fast 10 Jahren. Und wisst ihr was, so wie die drauf sind, am 11. Dezember kommt Rain, oder? Also würde ich behaupten, dann wäre der Loop halt komplett. Und wisst ihr, was genial wäre, wenn sie dann in den Tweet schreiben würden, hier sind die Release Notes vom heutigen Update und dann machen sie das Datum von heute rein, 7.11. Bumm. Ich komme einfach auch nicht aus dem Schmunzeln bei solchen Sachen. Es sind einfach verschissene Gauner. So welche, die man so, naja, probiert das Update gerne selbst aus. Ich hoffe, ich höre nur Gutes, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ja. Es wird sicherlich auch nach wie vor Leute geben, die große Probleme mit dem Spiel haben. Die Optimierung von CS2 ist immer noch wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Es ist schon für viele auf jeden Fall nicht schlecht, für viele sehr gut spielbar, alles cool. Aber es gibt eben auch sehr viele, die nach wie vor große Probleme haben. Von daher, Volvo, guter Weg, auf dem ihr seid, weiter so. Und ich dachte, das wird ein 3-Minuten-Video, aber es ist irgendwie länger geworden. Aber ja gut, ich habe mich zu lange mit den Volvos befasst. Aber wisst ihr was? Knife-Giveaway, meine Damen und Herren. Nicht vergessen, auf Twitch. Heute auch wieder. Ab 18 Uhr geht der Stream los. Und da daddeln wir wieder 8-9 Stunden rein. Da könnt ihr gemütlich mit rumkommen und auch in das Giveaway reingehen. Und am Freitag ist auch nochmal Stream, ab 20 Uhr. Und komm, zur Feier des Tages hauen wir eine AK-47 Slate raus. Einfach, weil wir voller Freude sind, dass sie jetzt wieder ein schönes Update gebracht haben und nach wie vor einen extrem guten Update-Rhythmus für uns parat haben. Wenn man hier mitmachen möchte, schreibt man bitte Folgendes in seinen Kommentar mit hinzu. Und zwar, hast du Counter-Strike seit diesem neuen Update bereits getestet? Und wenn ja, ist es besser geworden, schlechter oder gleich geblieben? Haut es in die Kommentare, wir lesen uns dann dort. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann heute Abend, wie gesagt, 18 Uhr. Es ist gerade 5.32 Uhr morgens. Und meine Tochter steht bald auf. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so großartig pennen kann. Ja, ich guck mal, dass ich mich vielleicht doch schnell kurz hinlege. Haut da rein. Danke für alles. Und dann bis später im Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram.